Ja, der Krieg überschattet alles und er führt uns vor allen Dingen auch dramatisch vor Augen, dass alles mit allem zusammenhängt. Nach 7 Jahren also mal wieder ein G7-Treffen hier in Deutschland auf Schloss Elmau, und zum diesjährigen Gipfel eingeladen hat natürlich der deutsche Bundeskanzler, also Olaf Scholz, und zwar hier in Elmau in Oberbayern. Und so schön die Idylle hinter mir auch ist und die Sie hier auch sehen und die auch demonstriert und gezeigt wird, die Situation ist natürlich alles andere als schön. Darüber habe ich gerade mit dem deutschen Bundeskanzler gesprochen und wir wollen uns das Ganze jetzt auch noch mal einordnen lassen. Und zwar von unserem Hauptstadtstudioleiter aus Berlin, Theo Koll, und von unserem Studioleiter aus Washington, Elmar Thewissen. Schönen guten Morgen an euch beide. Guten Morgen. Theo, wie bewertest du denn erstmal diesen ersten Tag? Wir haben gerade die ganzen tollen Bilder gesehen. Das ist eine riesige Inszenierung. Aber was ist denn eigentlich da an Substanz? Diese Gipfel haben ja eine innere Dynamik. Und der erste Tag ist gerne mal der der Symbolik. Da hat gestern sehr viel der amerikanische Präsident für den Bundeskanzler übernommen. Denn Symbolik und große Gesten ist jetzt nicht das herausragende Zeichen von Olaf Scholz. Und man sah ja gestern, dass Biden das übernommen hat. Er hat den Arm um den Kanzler gelegt. Er hat die Hand auf seinen Arm noch mal gelegt und hat gesagt, du machst das gut, du bist einer unserer besten und schnellsten Verbündeten. Also das war das klare Signal des gestrigen Tages. An der Substanz wird sowieso gearbeitet. Die Abschlusserklärungen das sind ja mehrere wahrscheinlich, sind ja auch in Arbeit. Und da wird heute und morgen dann noch vieles passieren. Diese Bilder haben dich natürlich auch interessiert. Du bist in Washington auch hinter den Kulissen unterwegs und du hörst natürlich auch die Kritik an Deutschland. Deswegen war das besonders wichtig, dass jetzt der US-Präsident den Bundeskanzler gelobt hat? Absolut, aber er will was von ihm. Und das ist ganz besonders etwas, was die Amerikaner ärgert. In den letzten Wochen gab es ja Signale, ein Stück weit aus Deutschland, auch aus Frankreich. Macron hat sich ja geäußert, dass man schauen müsste, wie Putin das Gesicht wahrt, dass man ihn nicht zu sehr verletzen könnte. Und die Amerikaner sehen das anders. Sie sagen, wir müssen Härte zeigen, wir müssen langen Atem zeigen. Das heißt, klar machen, dass man die Ukraine langfristig unterstützt, sowohl in den nächsten Monaten als auch darüber hinaus, und nicht irgendwie schon überlegen, wie kann man die Ausfahrt bauen für Wladimir Putin. Man will, dass die Ukraine Geländegewinne wieder erzielt, also Gebiet zurückerobert, damit Putin von sich aus in eine Position kommt, aus der er sagt, jetzt muss ich verhandeln. Ich habe den Bundeskanzler gerade auch noch mal gefragt, weil um 10 Uhr wird der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet und man kann davon ausgehen, dass er nach weiteren Waffen fragt und bittet. Hören wir mal rein, was der deutsche Bundeskanzler dazu gerade gesagt hat. Der Klimaclub handelt davon, dass man zusammenarbeiten soll zwischen den Staaten, die bereit sind, sehr schnell bis zur Mitte dieses Jahrhunderts CO2-neutral zu werden. Es gibt unterschiedliche Wege, die die Staaten einschlagen wollen, aber das Ziel muss immer das gleiche sein. Deutschland ist da ja sehr ehrgeizig. Wir wollen es schon 2045 schaffen. Okay, das war jetzt der falsche O-Ton. Den zur Ukraine hören wir uns dann gleich noch mal an. Dann nehmen wir gerade das Thema auf. Klimaclub, das ist auch eine Idee des deutschen Bundeskanzlers. Da will er die G7 vereinigen. Elmar, das ist aber ein Problem, denn es soll eine einheitliche, so heißt es, CO2-Bepreisung geben. Und da sagen die USA und Kanada ja jetzt schon, machen wir nicht. Also ist er damit schon gescheitert? Das kann man sagen, zumindest in diesem Punkt, weil es geht einfach nicht in den USA. Das ist Sache der einzelnen Bundesstaaten. Das kann nicht in Washington entschieden werden. Aber es ist eines wichtig, glaube ich, zu verstehen. In der Tat, am Ende das Ziel ist das Entscheidende. Wie man den Weg dahin baut, kann unterschiedlich sein. In den USA, ein Beispiel, hat die Princeton-Universität 10 verschiedene Wege aufgelistet, wie man Klimaneutralität 2050 in den USA erreichen kann. Also am Ende kommt es darauf an, dass man es angeht, dass man Taten vorantreibt, Geld investiert. Das ist in den USA im Gange und der Kanzler sagt zumindest, das sei auch in Deutschland im Gange. Und jetzt haben wir auch den O-Ton vorliegen zum Thema Waffenlieferung. Emma, du hast gesagt, dass man es angeht und er ist es angegangen, jedenfalls aus seiner Perspektive. Deutschland liefert sehr viele Waffen. Das wird auch überall anerkannt, wie Sie ja selber berichtet haben eben. Und das ist ein gutes Zeichen dieses Gipfels. Deutschland hat weitreichende Entscheidungen getroffen. Das Sondervermögen für die Bundeswehr, das wir auf den Weg gebracht haben, die höheren Ausgaben für Verteidigung, die massive Unterstützung der Ukraine wird überall als ein wichtiger Beitrag Deutschlands bewertet und ist es im Übrigen auch. Das ist gut, manchmal so zusammenzukommen, weil das ja den Blick etwas weitet und dann auch klar macht, dass tatsächlich gerade Deutschland eine zentrale Rolle spielt und sie auch weiter spielen wird. Sagt also der Bundeskanzler hier vor knapp einer halben Stunde. Theo, Führung. Er hat ja mal gesagt,
wer sie bestellt, der bekommt sie auch. Jetzt wurde aber Kritik laut, auch übrigens einmal aus den USA. Hinter den Kulissen hieß es, da muss Deutschland eigentlich mehr machen. Der SPD-Chef Lars Klingbeil sprach plötzlich von, Deutschland müsse jetzt auch mal mehr Führung übernehmen. Versucht er das jetzt auch so ein bisschen medial zu streuen? Naja, man sieht ganz deutlich, dass der SPD-Vorsitzende im Grunde einen Schritt weitergegangen ist. Er hat in dieser Grundsatzrede Anfang der Woche ja gesagt, Deutschland muss nach 80 Jahren der Zurückhaltung Führungsmacht sein. Das ist ein großer Schritt weiter als das, was der Kanzler bisher gegangen ist und ist interessant. Lars Klingbeil ist ja eher auch ein Pragmatiker, eher auf der rechten Seite der SPD. Und man sieht daran, dass er offensichtlich nicht nur eine Diskussion in der SPD anstoßen will. Wie weit gehen wir eigentlich in dieser neuen Sicherheitspolitik, die ja für die SPD wirklich auch ein Tabubruch ist. Und wir werden in der nächsten Zeit erleben, nach der Schockstarre dieses Kriegs. Und die SPD muss ja dann auch jedes Jahr die versprochenen 2% für die Rüstung einhalten, dass wir sicherlich eine Diskussion in der SPD bekommen. Und da wird es interessant sein, wie die Kräfteverhältnisse sind. Elmar, Kräfteverhältnis ist natürlich ein spannendes Thema auch nochmal. Du hast gerade schon das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA angesprochen. Wahnsinnig interessant waren gestern die Bilder, vielleicht haben Sie sie auch schon gesehen, als Joe Biden also den deutschen Bundeskanzler irgendwie am Arm tätschelte und ihn wirklich lobte mit den Worten, nicht zuletzt dein Verdienst, dass der Westen seit dem Einmarsch in die Ukraine zusammengehalten hat. Was steckt da noch dahinter? Also ich glaube, Joe Biden erkennt, dass Deutschland bereit ist, seine Theorie zu akzeptieren. Wir sind in einer großen Auseinandersetzung zwischen den Demokratien auf der einen Seite und dem Autoritarismus auf der anderen Seite. Und er braucht Deutschland, um da eine Führungsrolle zu spielen. Denn es geht nicht allein um Russland, es geht auch um China. Die USA sehen in China die große Bedrohung der Zukunft. Und das bedeutet am Ende, dieses Wandel durch Handel hat sich erledigt aus amerikanischer Sicht. Und man braucht auch Deutschland, um China gegenüber sehr klar zu machen, wir handeln mit euch nur, wenn eben es auch Veränderungen gibt und wenn China nicht weiter daran arbeitet, die Weltordnung, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, zu zerstören. Und deshalb auch diese 600 Milliarden für die Infrastruktur, das ist ja, ein ganz klares Signal, oder? Richtung Absolut. China, Stichwort Seidenstraße? Absolut. Das ist aber auch die Strategie, die der Kanzler hier ganz klar verfolgt mit der Einladung an diese 5 großen Nationen. Denn man muss ja sehen, die G7 waren mal bei Gründung die großen führenden Nationen. Das ist ja heute gar nicht mehr so klar der Fall. Man hat Indien, man hat China, die nicht dabei sind. Und was jetzt versucht wird, ist in dieser sich ankündigen Auseinandersetzung mit China und den USA und Klammer auf, wir sind ja von China viel abhängiger, als wir es von Russland sind. Im Moment ist das große Thema unsere Energieabhängigkeit, aber wenn man mal schaut, dass VW 40% seines Umsatzesgewinns in China macht, dass große Teile der deutschen Industrie abhängig sind von China, dann ist das eigentlich das große neue Thema. Und das Suchen jetzt nach Allianzen und Verbündeten und Beeinflussung der 5 Gäste, das ist das Wichtige. Und das sind vor allen Dingen 3 große Länder, die heute auch im Fokus stehen werden. Das sind Indien, Indonesien und Südafrika. Die will man sozusagen auf die Seite der Demokratie ziehen. Das ist gar nicht so einfach, denn die haben weder den Krieg, Russlands Krieg, wirklich verurteilt. Sie haben sich enthalten und sie finden die westlichen Sanktionen auch nicht so richtig gut. Auch darüber habe ich mit dem Bundeskanzler gesprochen. Und wir müssen hier auch Solidarität zeigen, denn der russische Angriffskrieg hat ja Konsequenzen für die ganze Welt. Viele Länder fürchten eine Hungerkrise, viele Länder fürchten massiv steigende Energiepreise, wie wir sie ja auch spüren, wegen den neu entstehenden Knappheiten und dass sie möglicherweise nicht die nötige Energie für ihre Länder besorgen können. Und da muss man solidarisch zusammenstehen. Diese Solidarität wollen wir hier auch zeigen. Ich hatte ihn eigentlich gefragt, wie konkret er diese Länder überzeugen will mit Geld. Aber er hat dann eben mit Solidarität geantwortet. Davon kann man sich aber auch nichts kaufen, oder Elmar? Ja, aber es wird schon mit Geld unterfüttert. Wir haben ja gestern gesehen, ein Infrastrukturpaket, 600 Milliarden Dollar, allein 200 Milliarden aus den USA. Die Idee war vor einem Jahr schon im Grunde beschlossen worden. Jetzt tut man Butter bei die Fische. Und das sind im Grunde genommen riesige Infrastrukturprojekte, Kommunikationsnetzwerke, Energienetzwerke. Und diese Länder brauchen das. Und sie haben bisher das in erster Linie von China bekommen.
gekommen. China hat durch die Seidenstraßeninitiative dadurch auch Macht und Einfluss gewonnen. Aber das Ergebnis war, dass die Verschuldung dieser Länder in die Höhe geschnellt ist, wegen der Kreditbedingungen gegenüber China, und dass eben auch viele Projekte in Korruption versunken sind. Und das will man anders machen. Es ist ein Angebot an diese Länder, zum Beispiel Senegal als Vorsitzender der Afrikanischen Union, ganz entscheidend, wenn die hier weggehen von diesem Gipfel und den Eindruck haben, die meinen das ernst, die machen das tatsächlich, endlich mal Taten nach den ganzen Worten, dann könnte es tatsächlich dazu kommen, dass diese Geschlossenheit ein bisschen erweitert wird. Die meinen das ernst, das soll ja auch das Signal Richtung Putin sein, also nicht nur Geh- und Entschlossenheit, sondern wirklich auch tatkräftiges Handeln. Gestern wurden aber vor allen Dingen auch so an der Seite ein paar Witze über Wladimir Putin gemacht, der, das wissen Sie vielleicht auch, sich ja gerne mal mit nacktem Oberkörper zeigt. Und dann hören wir von Boris Johnson, der fragt, ja, Jacke an oder die Jacke aus, wir müssen härter sein als Putin, sagte er dann noch. Und der kanadische Premier Trudeau schlug dann vor, man solle sich wie Putin 2009 einfach wie bei damals beim Reiten mit nacktem Oberkörper zeigen. Und dann gab es wiederum von Johnson den Witz mit, wir müssen unsere Bauchmuskeln zeigen. Was ist davon zu halten, Theo? Das ist ein typischer Johnson, aber ich befürchte, er wäre auch der Einzige, der wirklich da mit nacktem Oberkörper sich hinsetzen würde, was wir alle nicht so richtig wollten. Der ja auch in die Fluten gesprungen ist, um was auch immer zu demonstrieren. Vielen herzlichen Dank an euch beide, Elmar Thewissen, Studioleiter aus Washington. Wir sprechen morgen auch noch mal weiter, denn der NATO-Gipfel steht ja direkt nach diesem Gipfel an. Theo Koll, Hauptstadtstudioleiter aus Berlin, vielen Dank für diese Einordnung und Einschätzung. Und jetzt erstmal wieder zurück ins Studio nach Berlin.